passiert wäre. Komm mal her hier, komm mal her. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir so aus dem Krankenabteil entkommen? Sieht aus wie so eine Socke. Quatsch denn hier? Auf jeden Fall müssen wir erstmal die Blutspur folgen. Da. Hallo? Entschuldigung. Was machen Sie denn da? Können Sie mir bitte den Weg sagen? Ich möchte hier bitte gerne raus. Oh, eine Akte. Ein Dokument. Vater Martin. Fingermale. Fingermaler. Helen. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Kloster viel mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Alles klar. Down the drain. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier runter. Hoppala. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Wow, Mann, ey! Mann! Ey! Ist doch nicht wahr, ich dachte, der lehnt sich... Oh, nein! Ah, die Piepsuhr-Batterie... Ja? Also, so ein Spinn passe ich nicht rein, habe ich auch schon mal eine dicke Arschkarte. Hier scheint aber nichts weiter drin zu sein oder irgendwas, was ich bräuchte. Vielleicht gehe ich mal kurz nochmal Facebook. Nee. Möchte er nicht. Also müssen wir da lang. Der hier gerade zermöbelt. Oh Mann. Es ist so hohl. Ich krieg eine Batterie, um eine andere Batterie wieder... Die Batterie gleich zu verschwenden. Das ist egal. Was? Was rauscht aber so? Liegt eine Akte? Nee, doch nicht. Ich bin ja still.
bin keine Gefahr. Ich bin nur ein wehrloser kleiner Mann. Der ist böse. Lauf! Jetzt, oh, jetzt hält er auch noch nach. Ich Idiot. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Wir müssen jetzt irgendwie den Schlüssel bekommen, diese Sicherheitskarte, aber wenn der da nicht... Ich frag mich, wie wir das machen sollen. Ich frag mich, wo der hin ist. Wow, 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 was hast du vor? Okay, wir haben jetzt, die Karte. Geschafft. Abgeschlossen. Oh, nicht schon wieder. Job-like in the suppression of our desires. But now, now we indulge. Yes. His tongue and his liver. Yours. Mine. Hä, da war da irgendwas. Achso, hier am Fenster. Eigentlich könnten die mich jetzt sowas von durch die Scheibe greifen. Wow. Wie schwach war das denn bitte? Ist doch richtig dein Ernst. Ich gehe jetzt dahin, wo die zwei Typsen waren. Die Nakedais. Und eine Akte. So, stelle mich mal hier so hin, dass ich auch alles im Blick habe. Hinweis zur Wartung der Reinigungs. Tore. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Warrider. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch MMPS MM81 nach oder wenden Sie sich an, einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Man macht doch nicht so einen geknickten Eindruck. Ist nicht gut. Was haben wir da? Da waren wir gewesen. So viele Monitore und nur vier Kameras, die selber sozusagen aufnehmen. Warte mal, wenn da das Blut lang führt, dann muss ich ja theoretisch, könnte ich ja theoretisch hier reingehen, um zu schauen, ob hier irgendwas ist. Nein. Nicht Fettwanz, ey. Eine Notiz. Oh.
Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den wenigen schrecklichen Dingen. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist denn, was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Was denn her? Hm. Oh, jetzt geht's in die Duschen. Mal schauen, wer die Seife fallen gelassen hat. Donnert's auch noch, ey. Ist ja nicht so, dass das jetzt schon alles schlimm genug ist. Was war das denn? Okay, jetzt müssen wir mal raten, würde ich gerade sagen, aber... Boah, ist ja gar nichts. Oh, eine Akte. Mach. So, dann gehen wir mal kurz hier. So. Haben wir ein ruhiges Örtchen, wo man lesen kann. Totenschein von Dr. Wernicke. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke. Auftragnehmernummer, blablabla, Murkoff Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. Bitte geben Sie das... Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktnummer 8732, Ort Colorado. Gemeinde oder Staat? Stadt Mount Massive Preserve, voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer im Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate Aufenthaltsdauer in den USA. Falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht männlich, Farbe, Rasse weiß. Ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben. Ledig. Geburtsdatum 20. Oktober 1918. Geburtsort Deutschland. Deutschland! Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 7. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4:11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Hör mal, wie... Quatsch. Geboren 1918. Stolzes Alter. Und das in so einer Psychiatrie hier, also das muss man ja schon mal sagen.
Mensch. Hättest du oft genug Yoga gemacht, würde dich jetzt das nicht umbringen hier. Oh, jetzt geht's wieder raus. Mann. Jetzt wollen wir in dem Blut und gucken mal, wo es uns hinführt. Da ist die nächste Tür, wo wir wahrscheinlich rein müssen. Ja. Oh, die Scheiße einfach zu. So, hier haben wir nichts. Hier können wir nichts durchstöbern. Okay, ich dachte gerade, ich habe schon ein bisschen Halluzinationen hier. Ich dachte, ich sehe was, was ihr nicht seht. Nein. Komm ich hier raus? Boah. Alter, ey, die haben sich ja fast gekriegt hier, ey. Wo bin ich? Na klasse. Jetzt geht's richtig los. Wie es aussieht, sind die nackten Henker wirklich hartnäckig und bleiben bei uns dran. Und natürlich ist der Specknacken wieder mit dabei. Wir konnten jetzt glücklicherweise so weit von ihm fliehen, sind aber jetzt in einer komischen Fressfabrik gelandet, wo er lauter Leichen lagen. Ich hoffe, da erwartet uns irgendwie nicht ein Monster. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Outlast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Neither ain't Chase here, bud.